Das wäre lustig. Dampf nicht bewegen. Was heißt denn hier nicht bewegen? Nicht bewegen. Also, du musst das ganze Video jetzt nur erzählen, nicht bewegen. Ja. Hol mal den Karton. Ja, verdammt, wir dürfen uns nicht bewegen. Du bewegst die ganze Zeit den Mund und ich synchronisiere dich. Und du musst das gleiche Video drehen. Dann kriegt jede, also zweimal dieselbe Person, aber jede kriegt einen anderen Synchronsprecher. Weil halt schlecht synchronisiert. Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Niklas. Und ich bin der Oliver. Und wir haben Autos für euch. Genau, wir haben Autos mitgebracht. Wir haben sie nicht selber gebaut, das war der Lars aus dem Einkauf. Der hat sich zu bereit erklärt gehabt. Der hat es wieder gebaut, deswegen habe ich es wieder gebaut. Ja, immer das du willst immer nur große Schiffe, du willst keine kleinen Autos haben. Ich will auch große Schiffe haben. Ja. So, das sind, ich glaube, wir fangen wir da erstmal mit Kartonagen. Wir haben ganz viele Kartonagen. Wir haben vier Stück davon. Und wir waren natürlich jetzt nicht schlau genug, sie so zu stellen, dass sie zu den Autos passen. Unsere Kunden sind gut genug, dass sie das unterscheiden können. Ihr seht schon, die Autos sind von Sembo. Sembo macht viele Autos. Das ist eigentlich das übliche Sembo-Verpackungsdesign, wie man es so kennt. Ja, hier unten seht ihr schon so ein kleines Feature, das zeigen wir euch aber gleich auch nochmal. Sind alle Packungen gleich. Auto drauf, Auto vorne, Auto hinten. Und jetzt erwähnen wir nochmal ganz kurz, du hast gesagt, wir verkaufen die Sachen unterschiedlich. Online? Kommen wir nachher bei der Setcard auch noch zu. Okay. Nur mal schon mal vorweg, genau. So, fangen wir doch mit dem Orangenen an. Also, ich weiß gar nicht, was man da zu viel sagen soll. Es sind halt kleine Rennwagen. An dem ist natürlich noch ganz cool, dass er hier hinten diese, Trans Red, Flammen hinten rausschießt. Ja, ich weiß auch gar nicht, was das für ein Element ist, aber ich kann mich daran erinnern, wir haben doch das große Mutterschiff. Ist das irgendwie so ein Flügelelement oder so? Irgendwie sowas. Wir haben nämlich das große Mutterschiff und da sind so kleine Fighter dabei, die haben das in Grau als so Flügel hinten dran. Aber jetzt sind es in Twins wet und dementsprechend ihr könnt hat er Flammen hinten raus. Autos alle aufmachen. Ein bisschen schade finde ich, dass man hier nicht, also weiß nicht, ich denke, da könnte eine Minifigur reinpassen, aber leider. Kann ja jeder, wie er möchte, auch eine Minifigur reinsetzen. Man sieht sie halt von außen nicht mehr, weil die Scheiben alle schwarz sind. Das ist ja auch nicht das Problem. Was ich ein bisschen schade finde, ist, man hätte ein Lenkrad noch einbauen können. Das ist so das einzige Manko an diesen Autos, wo ich sage, das hätte man doch vielleicht noch machen können, oder? Ist aber leider. Ja. Aber gut, ihr könnt auf jeden Fall das Teil öffnen. Ihr habt quasi so einen kleinen Innenraum. Der hier zum Beispiel hat auch drei Auspuffrohre. Also der hat ordentlich. Der hat vier. Okay, der ist besser. Wenn wir Quartett spielen würden, hätte ich gewonnen. Ja. Nein, aber was die Autos auch alle können, sie können. Lass ihn nicht vorne runterfahren. Nein, deswegen mache ich nur ein bisschen wenig. Also ihr könnt da noch viel, viel mehr eigentlich machen mit den Autos. Ich mache es jetzt nun mal eben nicht. Wir haben alle einen Rückziehmotor. Genau. Ihr seht das, wenn ihr hier drunter guckt, da ist überall der Block drin. Das ist so ein großer, grauer Block. Das zeige ich auch gleich noch mal in der Anleitung. Die haben den alle. Und das ist halt quasi der Rückziehmotor, den ihr am Anfang halt als einen Block reinsetzt. Und dann kommen wir zu der Sache, die auch in der Anleitung steht. Ihr könnt sie alle hälften. Und wild zusammenbauen, wie man möchte. Ich wollte gerade sagen, jetzt fragt sich nämlich der ein oder andere, warum macht man das denn? Ja, weil man dann das hier tun kann. Wenn man die Techniklöcher trifft. Und schon habt ihr aus vorher vier Autos vier andere Autos gebaut. Ihr könnt natürlich auch theoretisch die Autos mehrmals kaufen und habt dann wildeste Kombinationsmöglichkeiten, wie ihr das machen wollt. Ich habe gerade schon gesagt, das erinnert mich an Herbie. Nur weil der im Film einmal auseinandergesetzt wird. Der fällt auseinander, dann schweißen sie ihn wieder zusammen, aber am Ende des Rennens fällt er doch wieder auseinander und man belegt den ersten und den dritten Platz. Weil erst das Vorderteil durchfährt und hinten noch das Hinterteil. Ich mochte die Filme auch. Ich fand das cool. Gut, was können wir noch sagen? Du hast die Anleitung noch bei dir liegen. Ich habe mal hier beispielhaft die Anleitung für den Orangenen rausgeholt. Und ihr seht schon, es ist ein recht großes Faltblatt. Es ist aber sehr einfach eigentlich gestaltet. Also man sieht immer rot umrandet, was man gerade baut.
Es sind auch Achslängen und Ähnliches angegeben, wenn es Technikteile drin sind, die jetzt nicht besonders viel sind, aber hier und da ist irgendwo eine Achse verbaut. Hier zum Beispiel für die Räder. Da haben wir zum Beispiel unten eine Achse verbaut. Aber es ist gut zu erkennen, was ihr baut. Und ihr baut halt jedes Auto quasi immer erst die eine Hälfte mit dem Rückziehmotor und dann die andere Hälfte und steckt sie halt zusammen. Und ihr habt hier hinten diesen wunderschönen Hinweis, den wir alle immer ganz großartig finden. Aufkleber. Die habe ich auch natürlich mal mitgebracht. Für einen. Das sind die Aufkleber von dem Orangen. Gib mir mal den Karton, weil ihr habt es nämlich am Anfang, glaube ich, schon gesehen. Da sind sie drauf, oder? Naja, das sind wahrscheinlich diese ja, leicht so ein bisschen. Schwarzen. Nee, die sind eigentlich gar nicht aufgeklebt auf der Verpackung. Das ist es. Doch hier unten. Die sind ja nicht da. Das sind zum Beispiel die hier. Und hier hinten. Also, ja. Da hinten ist ein Aufkleber. Und also, hier an den Seiten. Käme dann hier zum Beispiel drauf. Ja. Funktioniert aber auch ganz gut ohne. Ich wollte gerade sagen, ich finde es eigentlich schöner ohne Aufkleber. Aber das könnt ihr euch ja wie immer entscheiden, weil ich sage immer, Aufkleber können nicht schaden. Man kann sie immer beilegen für die, die sie wollen. Was sie allerdings gemacht haben, ist bei dem blauen leider nicht, die Cockpitscheiben. Stimmt. Die sind bedruckt. Ja. Der hier hat am Rand das Orangene. Das heißt also, die Cockpitscheiben sind jetzt auch nicht so einfach unter den Autos kombinierbar. Kann man machen, aber sieht wahrscheinlich auch ein bisschen. Die vom blauen Auto kann man auf die anderen draufsetzen. Das hier vom lilanen ist auch sehr neutral gehalten. Obwohl. Ja, hier ist es jetzt eine Fortsetzung von hinten. Ne? Und hier macht es zum Beispiel Graupass immer. Also ihr seht, ihr könnt die wild in der Gegend rumkombinieren. Was ich noch cool finde, ist bei den dreien, bei dem Orangen leider nicht, hier sind so extra Elemente bei, um die Spiegel darzustellen. Weil die beiden haben jetzt die gleichen Spiegel, aber der hat zum Beispiel wieder kleinere Spiegelelemente. Ja, das sind was extra Molds sind. Es ist auch wieder schön, die haben auch wieder diese als Spezialteil, oder was heißt Spezialteil? Wir haben sie inzwischen auch, aber diese Wedge-Tiles. Tiles, genau. Normalerweise kennt man sie als Plates, aber hier sind sie halt als Fliese drin. Macht das Auto natürlich ein bisschen, wie soll man sagen? Glatter. Glatter, genau das habe ich gesucht. Aerodynamischer. Aerodynamischer, ja. So, Setcard. Mach mal die Setcard. Setcard. Gut, was wir schon gesagt haben, es gibt eine Besonderheit noch bei dem kleinen Eutiken hier. Die können in unseren Stores können die einzeln erworben werden. Also da kriegt ihr hier. Ne, kriegt ihr eine Packung, kriegt ein Auto. Immer das, was auf der Packung drauf ist. Ja. Hoffentlich. wenn Simbu keinen Fehler beim Packen gemacht hat. Im Online-Store könnt ihr die nicht einzeln kaufen. Da verkaufen wir die nur im Pack. Also alle vier Autos in einer Displaybox. Mhm. Und zu einem günstigeren Preis, als wenn man die Sets einzeln im Store kaufen würde. Das heißt, wenn ihr euch alle vier Autos kaufen wollt, ist es vielleicht schlauer, sie direkt zu bestellen, weil ihr damit günstiger wegkommt. Wenn ihr sie halt einzeln haben wollt, kriegt ihr sie bei uns in jedem Store. Genau. So, wir haben da, also das Ding heißt Displaybox, vier verschiedene Autos, weil wir ihn halt online nur als Displaybox anbieten, von Sembo. Die Setnummer ist die 714004 bis 714007, weil so benennt Sembo dann die Boxen immer von bis. Und jedes Auto hat quasi einen Zwischenschritt davon. Insgesamt sind das 1024 Teile, im Schnitt also 256 pro Auto. Online verkaufen wir es für 49,95 Euro. Im Store, die Einzelautos liegen bei 14,95 Euro. Abmessungen sind jetzt mal grob hier aufgeschrieben. Das sind jetzt immer von bis, weil die unterscheiden sich nun mal ein bisschen. Also die Länge von 165 bis 174 mm, Breite 72 bis 78 mm und die Höhe 46 bis 50 mm. Sie sind also recht ähnlich groß. Der Kollege sagte auf jeden Fall entspanntes Bauen. Ich bei 256 Teilen. Nee. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Also auch keine Bauabschnittsunterteilung, weil ja, das baut man in einem weg. Ich glaube, da ist man auch nicht lange als Funktion beschäftigt. Natürlich der Pullback-Motor und dass man sie miteinander kombinieren kann. Deswegen sollte man nicht zu weit ziehen. Ja, ich glaube, dann war es das für heute aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt es mehr. Viel Spaß beim Bauen. Viel Spaß beim Bauen. Ciao. Tschüss. Wie viele Videos hast du jetzt schon gedreht? Eins zu wenig, um mich dran zu erinnern, wie man sich verabschiedet. Aber das ist schon cool. Aber diese Kombinationsmöglichkeit ist halt einfach
Ich finde immer, man erwartet das von so einem Auto nicht. Weißt du, was jemand anderes jetzt erwartet? Ihr seid immer noch da. Schalten. Du, 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 du.